kann sich nur noch um Stunden handeln. Genau. Oder? Falls der Baum anfängt zu brennen hinten dran, könnt ihr das schreiben. Könnt ihr das bitte schreiben. Das gibt Likes. Das gibt Views. Ja. Also. Hoi zusammen. Hoi zusammen. Schön, dass ihr zuschaut. Es ist jetzt auch schon wieder ein Weile seither, seit wir im Mai ja auch den ersten Livestream gemacht haben. Ja, wir hoffen, dass es euch gut geht, dass ihr einen guten Sommer gehabt habt. Und ja, schöne Festtage trotz diesen ganzen Umständen. Ja, jetzt machen wir ein bisschen Musik für euch, oder? Mhm. Gut. Wenn wir wieder etwas einfacher machen. Ein bisschen Liftmusik. Genau. Für einen Soundcheck. Gut. Tanega. Thank you.
quasi, oder? Ein uraltes Neues. Ja. Tatsächlich, ich sage es gut. Eine Geschichte zu dem Lied. Ein schönes Weihnachtsgeschichte. Das erste Lied, das ich selber aufgenommen habe, könnte ich sagen, es ist eine Komposition von mir. Etwa im 81 oder so aufgenommen. Und erst also mit einem Kassettengerät und 10 Jahre später habe ich es nur einmal aufgenommen für einen Wettbewerb. Daheim, dort habe ich schon dank einer spendablen Band eine 8-Spur-Tombe zur Verfügung gehabt und habe den Song wunderbar schön aufgenommen und eingeschickt. Einen Wettbewerb und bin tatsächlich von doch ein paar hundert immerhin 15 geworden. Gerade der letzte, der noch etwas bekommen hat, den Preis, den Trostpreis. Und der Trostpreis war eine 4-Spur-Tombe. Wow. Ist ja. Tatsache wahr. Aber das Stück. Ja. Wir spielen es jetzt einfach mal. Das heisst Out Traveling Band. Ein bisschen textlos, ich Gott. Ein bisschen so, ja. Ich erinnere mich, dass ich früher mit der Band unterwegs war. Kein Geld haben, Eisenbahnwagen hinten rein schlafen. Das haben wir ja gemacht als Band. Ja. Okay, ich probiere es mal, ob es noch ging.
So, dann haben wir das auch geschafft. Gehen wir zum Gemüseteil über. Genau. Genau, nehmt euch ein Glas Wein, macht es euch gemütlich. Zum nächsten erzähle ich kurz etwas. Und zwar ist das ein Lied, das wir mal für einen Geburtstag angeschaut haben, zur Ehre von einer ganz besonderen Margrit. Und genau, ich kann vielleicht noch zum Lied etwas erzählen. Geschrieben ist worden für den Film «Die Margritli und die Soldaten» in den 40er Jahren. Ein Film, wo es ja, um den Zweiten Weltkrieg geht in der Schweiz. Die Soldaten, die abmarschierenden Soldaten singen den Margritli. Das ist, glaube ich, im Film eine Tochter vom Wirt, vom Dorf. Ein Abschiedslied, es ist zu Tränen gerührt. Und das ist gesungen worden von den Geschwistern Schmid. Die sind später bekannt worden, ganz fest durch Arthur Beulen, der übrigens in Einsiedeln auf die Welt gekommen ist. Und glaub, auch aufgewachsen ist. Und das bekannte Lied von ihm ist «Nach dem Regen scheint die Sonne». Ist jetzt Stegeli auf, Stegeli ab auch von ihm. Ja, einfach all, viel von diesen Klassikern. Und wir singen jetzt das Margritli. Für all die tollen Margrits, die es gibt auf dieser Welt. Margrite, Margrit. Soll ich jetzt aufstehen? Ich sitze. Ich denke, stehen, ja. Also, wir stehen dazu. Ja, gut. Aber da ist mein Kopf weg. Ne? Ja, gut, du bist schön drauf. Bin ich drauf? Ja. Gut. Umschreiben das Lied. Fernsiedlerdeutsch auch reimt. Danke, Leute, für den Hinweis. Aha, ja. Es ist ein neues Lied jetzt. Es ist eine Premiere, noch nie gespielt. Ist von Theo Katzmann. Ist ein Bandmitglied von Wolfpack. Und ist ja. Wir haben unbedingt mal wieder ein neues Lied machen. Ein poppiges Alix, kennt niemand. Darum, wir probieren es einfach einmal. Ja. Also der Theo Katzmann ist das. Hat nichts mit dem Boot zu tun. Zum Glück. Gut.
Trio.ch. Könnt ihr alles haben, wenn ihr wollt. Bin ich auf dem rechten Kopf, oder? Man merkt, es ist ein schwieriges Stück. Spät? Ja. Can I say?
Machen wir Pause. Ja, das habt ihr ja kennt, das Lied, he? Stethoskop, Parfit, Rossi. Ich habe gestern extra noch mal nachgelesen, das Lied, man sagt, ja, so geht um. Du tut es falsch betonen eigentlich, weil das Lied heisst eigentlich, oder Gerd und Ulla. Das waren zwei deutsche Fans von ihnen, das sind mindestens nach der einen Quelle. Zwei deutsche Fans, die ihnen auf einer Tour praktisch der ganze Deutschland-Tour gefolgt sind. Und kennengelernt haben dem Verland, denen haben sie das Lied gewidmet. Und das Lustige ist, es heisst Gerd und Ulla, aber die ganze Welt sagt Gerd und Ulla. Nächstes ist ein eigener. Hello, Bridget! Nice to have you with us! Wollen wir nicht nur Englisch kommen? Nein, nein, sag. It's all tatted off and sorted out. I guess I will.
Schluss habe ich mein eigenes Lied von mir vorhin. Das ist in der Gene im Fall, ja. Geht's noch? Geht's noch. In der Gene. Bin ich mal fast gleich ganz geklärt. Eins von Domenico Modugno, Komponist, ein italienischer, der in den 50er Jahren ganz viele bekannte Lieder geschrieben hat, unter anderem Volare. Das ist ein Monopoly aus Apulien. Wir spielen jetzt in der Version von Meth Dodo, der 90er Jahre. Signore e signori, ora vi cantiamo una canzone. Signore e signori, ora vi cantiamo una canzone internazionale. Ho detto una volta. Ho detto internazionale. Von Beethoven. Ach komm, es ist ein Chopin. Ich will echt schon. Wie noch sieht ein Chopin? Run, Rudolf, run. We'll be right back.
das ist auch gut. Chuck Berry, genau. I put a spell on you. Die Gitarre sind vorher viel besser. Können wir so gut? Jetzt
it's all over now, baby blue. Vom Fan the Man, oder? You must lay down, pick what you need, you'll find for last. But whatever you wish to keep, you better grab it back. You understand, you're orphan with this gun. Trying like a Zo, jetzt. Ist vielleicht. Vielleicht muss du reden. Genau. Willst du etwas sagen dazu? Nicht groß, nein. Ich muss noch schön. Was? Rumlaufen, zu machen, verluften. Soldier's Poem. Das ist die Installation, die wir hier haben. Das ist wirklich. Natürlich alles eingestudiert. Jetzt hat es improvisiert aus.
So ein bisschen pannenmässig, aber es ist alles eingestudiert. Minutiös. Er lügt. Er lügt. Sollte die Regisseurin sehen hinter der Kamera. Ist voll zufrieden mit uns. Schon eine Glatze. Stick to the road that your heart wants to go.
when it's so long and so old, that bleeds my soul. When you're loving me, I'm loving you, and that's when it's got to go on. Loving me, I'm loving you. I love the promise and the things that you do, when it's so long and so old, that bleeds my soul. When you're loving me, I'm loving you. It's funky. Bang, bang, bang. Zu diesem Lied stehen wir. Alter. Ja, der Moment, wenn ihr jetzt aufsteht und tanzen. This is the moment. Okay, Mutter ruft schon aus der Küche. Brand new bag.
Halleluja, sag ich! Ah. Okay. Night in San Francisco. Night in San Francisco. Sag es mir vor. Französischer Chanson, eine kleine Hommage an Edith Piaf. Der kleine Spatz von Paris. Vom Laura-Platz. Sa bouche, voilà les portes sans retouche.
Zuschauen. Ist komisch, ja, wenn es so ruhig ist. Wunderschön brav sind ihr jetzt doch gewesen. Also danke vielmals für den Applaus. Wir gehören es bis hier an. Sonst schnurren immer alle rein, gell? Nein, danke. Ja. Vielmals. Könnt ihr noch eine Zugabe schreiben? Oh. Hol ins Maul her, gell? Schreibt es Zugabe. Hast du mir... Oh, brennt der Baum? Aha. Gang's mal löschen. Ja, gang's mal löschen. Ja, eins haben wir schon lange gespielt von Canned Heat. Ist ein kleines Lüpfix. Ja. Du musst das ändern. Genau. Ah, ja, sollen wir den? Ja. Ja, okay. Kurzer Planwechsel. Sorry.
okay. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Wir wünschen dir noch einen guten Abschluss von 2020 und dann alles Gute in 2021. Ja, auf ein besseres, schöneres Jahr. Lieber noch nichts sagen. Und hoffentlich auf ein echtes Konzert, das wir euch sehen können. Und bis dahin, ja, bleib gesund. Machst du das Outro? Dann müssen wir rauslaufen. Ciao, ciao, ciao.